Hallo, ich hab schon gewartet. Mann, das war aber schwer. Ach, hallo Leute. Also ihr seht ja schon die Äpfel. Und diesmal gibt's kein Apfelkuchen, kein Apfelgelee, auch kein Apfelmus, sondern Apfelkompott. Da müssen wir die erstmal hier abschälen. Und dann werden wir weitersehen. Also bis nachher. Da krabbelt was. Die Ohrenkneife. Ja. Warte mal. Moment. Jetzt. So. Jetzt haben wir alles geschält. Die ganze Schüssel voll Schalen. Und da sind die Stücken. Die werden, man lässt die Stücken nicht zu groß, also zu dick. Alles so kleine, schmale Streifen, aber auch nicht zu schmal. Und dann wird der Topf hier, so wie man sieht, nicht ganz voll gekippt, sondern da ist ja noch so ein Rest. Ich habe nicht alles reingekippt. Der Rest kommt nachher dann nochmal. Also müssen wir dasselbe nochmal machen. Also wird hier der Boden nur so ein bisschen bedeckt. Dann ist eine Tüte Vanillezucker mal drüber gestreut. Und die andere Tüte, die steht da noch. Und dann kommt noch Wasser rein, nur so viel, dass die Apfelstücken gerade mal so bedeckt sind. So ganz wenig Wasser. Und dann wird die ganze Sache aufgekocht, bis es weich ist, diese Stücken. Und dann können wir das erstmal abfüllen in irgendein Gefäß. Und dann kommt die nächste Ladung. Dasselbe dann nochmal. Weil man darf nicht so viel, sonst zerkocht alles zu Brei da unten, der Rest, was unten liegt. Also nur so ein bisschen mal. Dann wollen wir mal loslegen. Also ich habe jetzt hier ein Viertel Liter Wasser reingekippt. Dann sind die gerade so bedeckt. Das hat gereicht. Und jetzt werden wir das langsam aufkochen. Das riecht schon so ein bisschen von diesem Vanillezucker. Riecht schon so ein bisschen lecker nach Vanille. Äpfel mit Vanillezucker. Lecker. Fängt schon an zu kochen. Langsam. Tut sich da was. Jetzt haben wir die so lange aufgekocht, bis die weich sind. Ich habe mal mit der Gabel so reingepiekt und dann merkt man ja, dann sind sie weich und dann kann man ausschalten. So, dann können wir die nächste Ladung machen. Auf hier geht's. Wir schütten das Zeug erstmal in diesen Topf rein. Ja. Okay. Jetzt ist die nächste Ladung dran. Ja, wieder so. Ganz leicht mit Wasser, also noch nicht mal bedeckt. So ein Viertel Liter Wasser oder etwas für ein Viertel Liter, ganz wenig. Da haben wir erstmal die erste Ladung reingeschüttet. Und jetzt haben wir hier noch Vanillezucker rüber gestreut. Der muss ja auch sein, schmeckt es ein bisschen besser alles. Und eigentlich geht es alles ganz schnell, also da ist gar nicht viel Arbeit dran. Äpfel schälen, dann in kleine Scheiben schneiden und dann alles in den Topf rein und mit Wasser aufkochen ein bisschen. Also ruckzuck, da hat man einen ganz leckeren Apfelkompott. Also mir schmeckt der bald noch besser wie Apfelmus.
So kann man die Äpfel auch verarbeiten. Wir haben ja genug davon. Wir haben auch schon so viel verschenkt. Aber das sind ja dieses Jahr so viele an diesem Baum gewesen, die muss man ja irgendwie verbrauchen. Man kann die ja nicht wegschmeißen, also das wäre viel zu schade, die alle auf den Kompost zu schmeißen. Dann machen wir lieber was von. Also am besten, hey, wer kitzelt mir denn hier am Ohr? Ach so. Am besten schmeckt das Zeug, dieser Apfelkompott, wenn er dann kalt ist. Man stellt den in den Kühlschrank und wenn man dann so eine Schüssel Kompott essen will, dann kann man sich mit der Kelle da was rausholen. Ja, und dann isst man es kalt, so schmeckt er am besten. Na bitte, wer sagt's denn? Der Topf ist fast voll geworden. Ich habe jetzt alles da reingeschüttet. Das lassen wir jetzt ein bisschen abkühlen und dann stellen wir das Ganze in den Kühlschrank. Und dann können wir morgen immer so portionsweise können wir morgen da was rausholen. Und übermorgen und übermorgen. Mal sehen, wie lange das reicht. Wenn es alle ist, dann machen wir wieder Neues. Das schmeckt doch lecker. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, ein Daumen nach oben will verdient sein.